habe jetzt einen deutschen Lehrmangel an. Die ersten Deutschen, die nach Russland gekommen sind und dann weiter nach Kasachstan, die waren sehr unterschiedlich gezogen. Über ihre Kleidung konnte man sagen, auch aus welchem Gegend sie gekommen sind. Leider konnten sie ihre Kleidungstraditionen in Russland und in Kasachstan nicht immer anhalten. Und das wichtigste Grund dafür ist natürlich das Klima. Sie sollten warme Kleider haben und natürlich einen warmen Mantel oder auch eine Mütze aus dem Schaffell. Und auch so schöne und helle Farben in der Kleidung konnten sie sich auch nicht leisten. Meistens waren die Kleider in diesen dunklen Farben ausgemacht und aus solchen Materialien, die sehr praktisch im Haus waren, auf dem Feld arbeiten. Meistens haben die deutschen Frauen mehrere Schürzen an. Die obere Schürze konnte man hochheben und in verschiedene Obst und Gemüse oder Ähren sammeln. Dann konnte man die Schürze wegmachen und die saubere Schürze bleibt drauf. Ich bin Natalia. В обществе немцев возрождения я работаю 6 лет, и 6 лет я заведую костюмами. Фартук в немецком костюме – это неотъемлемая часть костюма, как повседневного, так праздничного, как и танцевального. И вот здесь я узнала, что вот именно у немцев есть особенности повязывания фартука. То есть, если фартук повязан направо, на бант, хозяйка этого фартука замужем. Если фартук повязан слева, хозяйка этого костюма не замужем. Если фартук повязан сзади, хозяйка этого фартука является вдовой. Поэтому, когда одеваем на какое-то мероприятие немецкий костюм, нужно обязательно знать правильность завязывания фартука. Ich habe jetzt einen Kleid aus dem südbayerischen Region. Das Kleid der ethnischen Deutschland sah natürlich anders aus, aber trotzdem haben die deutschen Frauen alles dazu gemacht, um ihr Kleid schön zu beschmücken. Für die deutschen Kleider waren die Spitze drumherum üblich und auch die Stickerei. Die Kleider haben sie aus einem robusten Material gemacht, damit sie ein und dasselbe Kleid für die verschiedenen Lebensbereiche verwenden könnten. Hoffentlich war diese Information auch interessant. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.